Ja, das Thema Auswahl von Markierungssystemen in Bezug auf die nationalen Anforderungen innerhalb der EU hat mich vor eine nicht geringe Herausforderung gestellt. Bietet es doch eine Fülle an Informationen und ich habe nur 10 Minuten. Somit habe ich mich auf die Punkte beschränkt, die ansatzweise die Komplexität dieses Themas verdeutlichen. Zuallererst möchte ich Ihnen Informationen über die Eurobeat geben, einige Zahlen, Daten und Fakten zum europäischen Straßennetz, die Bedeutung von Markierungssystemen 150, 150, 35 oder Idealmaße einer Straßenmarkierung, Carbon Footprint, ein kurzer Ausblick in die Zukunft und last but not least lassen Sie mich das Ganze für Sie nochmal zusammenfassen. Ich freue mich, Ihre Aufmerksamkeit in den nächsten Minuten auf dieses Thema zu fokussieren. Tja, die Eurobeat. Im Vorfeld des Vortrages und während meiner Arbeit bei Sovitec bin ich des Öfteren darauf angesprochen worden, wer oder was ist denn eigentlich die Eurobeat? Das ist eine gute Frage und ich danke für diese Frage. Die Eurobeat ist eine internationale Non-Profit-Organisation mit Schwerpunkt auf der europäischen Glasperlenherstellung. Sie repräsentiert die großen europäischen Glasperlenhersteller und hat ihren Hauptsitz in Belgien. International arbeiten wir mit der American Glassbead Manufacturers Association zusammen und ich möchte Sie an dieser Stelle einladen, sich auf unserer Seite www.eurobeat.eu, bitte EU nicht kommen, zu informieren. Gerne stehe ich Ihnen aber nach den Vorträgen auch für weitere Informationen zur Verfügung. Hauptanliegen der Eurobeat ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den europäischen Straßen sowie auch international. Den Schutz unserer Umwelt, dazu möchte ich ganz gerne später noch was sagen, sowie Mitarbeit in europäischen Gremien, die EAF, hier ganz kurz genannt, um die Normen zu koordinieren und zu standardisieren und Kräfte gezielt zu bündeln. Zahlen, Daten und Fakten. Ja, bis jetzt habe ich Ihnen eigentlich nur ein paar kurze Informationen geliefert und hier gestanden. Jetzt möchte ich Sie dazu einladen, doch selbst eine Schätzung für sich abzugeben. Was denken Sie, wie viel Kilometer umfasst das europäische Straßennetz? Wann wurden in Deutschland flächenmäßig die meisten Autobahnen gebaut? Und was denken Sie, wie hoch sind die geschätzten Instandhaltungskosten für eben jenes Straßennetz? Haben Sie sich eine Antwort darauf geben können? Hätten Sie gedacht, dass das europäische Straßennetz rund 5 Millionen Kilometer umfasst, in denen 74.300 Kilometer Autobahnen enthalten sind? Diese Straßen wurden hauptsächlich in den letzten 5 Jahrzehnten gebaut. Warum in den letzten 5 Jahrzehnten? Nun, die Finanzknappheit der Europäischen Union war vorbei und für einen Normalbürger war es auch kein Tabuthema mehr, sich ein Auto leisten zu können und zu kaufen. Somit mussten Straßen geschaffen werden. Was mich dazu führt, was denken Sie, wann wurden denn nun die meisten Autobahnen in Deutschland gebaut? Nein, es war nicht das Großprojekt Deutsche Einheit. Da muss ich Sie enttäuschen, wenn Sie darauf getippt haben. Es war 1974 in der damaligen Bundesrepublik Deutschland mit 465 Kilometern. Aber zurück zum europäischen Straßennetz. Es stellt mit 70% im Bereich des Güterverkehrs und im Bereich des Personenverkehrs mit mehr als 80% den Haupttransportweg innerhalb Europas dar. Derzeit gerät dieses Straßennetz in eine kritische Situation, da im Vergleich zu den Transportwegen auf Wasser und Luft eine chronische Unterfinanzierung zum Verfall dieser Straßen führt. Beleuchten wir an dieser Stelle auch noch den Einfluss auf direkte und indirekte Arbeitsplätze, sprengen wir den Rahmen dieser Veranstaltung. Schätzungen zufolge belaufen sich die Maßnahmen für die Instandhaltung auf 8 Trillionen Euro. Wenn wir uns das umrechnen in Kilometer, wären das 10 Milliarden Kilometer in 100-Euro-Scheinen auf Banderolen. Wenn wir die übereinander stapeln und runterfallen, merkt man den Aufschlag, glaube ich, nicht. Bedeutung von Markierungssystemen. Innerhalb dieser 8 Trillionen Euro sind, wie gesagt, die Instandhaltungskosten für die Markierung auch drin. Allerdings hat die Qualität der Markierung auf europäischen Straßen nachgelassen. Zum Teil sind Markierungen sogar ganz verschwunden. Unter diesem Druck der Staatshaushalte kontinuierlich Kosten zu senken. Es wird nach kostengünstigen Lösungen gesucht, welche jedoch nicht immer eine optimale Verkehrsführung ermöglichen und nicht selten Ursache für schwerwiegende Unfälle sind. Beleuchtet man die Folgekosten dieser Unfälle,
steht fest, dass die Straßenmarkierungen zu den wirtschaftlichsten Verkehrssicherheitslösungen zählen. Die Entwicklung solcher Systeme, das heißt Markierungsmaterial, Nachstreumittel, stellt alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Die Rahmenbedingungen für diese Entwicklung stellt die DIN 1436 dar. Hier an dieser Stelle Anforderungen an gelbes und weißes Material für dauerhafte Markierungen. Das ist aber nur der rote Leitfaden. Jedes einzelne Land innerhalb der Europäischen Union hat hier Spielraum, seine eigenen Maßstäbe und seine eigenen Richtlinien zu kreieren. Ohne hier ausreichend Informationen zu haben, als Material- oder auch als Nachstreumittelhersteller, kommt es wieder zu großen Diskrepanzen und auch innerhalb des, unter dem Druck des Haushaltes dementsprechende Systeme zu entwickeln, haben wir hier ein Problem, Verkehrssicherheit auf die Straße zu bringen. Laut einem Bericht eines schwedischen Forschungszentrums des VTI fiel der Anteil der Markierungen auf Europa- und Landstraßen von 2011 zu 2012, welche die Mindestreflexionswerte bei Trockenheit erfüllen, von 52% auf 38%. Der Anteil bei Nässe reflektierender Straßenmarkierungen sank von 45% auf 21% im Jahr 2012. Und nicht zuletzt hat ein Bericht des Rechnungshofes des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2011 festgestellt, dass obwohl erhebliche Gelder zur Verfügung gestellt worden sind, um Markierungen auf die Straße zu bringen, die Ausgaben ineffizient waren, weil die meisten Ausschreibungen kostengünstige Farbe und eine Standardperle, das heißt eine Typ-1-Markierung, gefordert haben. Und die sind bei Regen zu 85% nicht sichtbar. Auch in diesem Zusammenhang wird wieder deutlich, wie stark es wichtig oder wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten an einem System, was uns Verkehrssicherheit auf der Straße bringt. Tja, 150, 150, 35, die sogenannten Idealmaße. Das sind diese Angaben, die basieren auf einer Analyse von themenbezogener Forschung, von empirischen Daten und der geltenden Vorschriften jedes einzelnen Mitgliedstaates innerhalb der Europäischen Union. Die European Road Federation schlägt vor, eine Interventions- und Instandhaltungspolitik innerhalb Europas zu schaffen, mit der Formel 150, 150, 35. Danach soll die Fahrbahnmarkierung auf Europas Straßen eine Mindestbreite von 150 mm, die Retroreflexionsleistung sollte 150 mCa bei Trockenheit und 35 mCa bei Nässe nicht unterschreiten dürfen. Um diese Reflexionswerte zu erreichen, brauchen wir hochwertige Nachstreumittel. Zur Herstellung dieser hochwertigen Nachstreumittel werden energieintensive Verfahren angewandt und die Verantwortung, die daraus entsteht für uns als Nachstreumittelhersteller, dessen sind wir uns bewusst. So wurde von der Eurobeat eine Studienauftrag zur Erstellung eines Carbon Footprint gegeben. Es wurden die Möglichkeiten zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Verbesserung der Energieeffizienz für Straßenmarkierungsanwendungen untersucht. Dieser Fußabdruck ist in Einklang mit anderen energieintensiven Produkten. Neben Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards in Bezug auf die EU-Vorschriften halten die europäischen Glasperlenhersteller den Gehalt an gefährlichen Stoffen unter 200 Milligramm pro Kilogramm strikt ein, was nicht immer von allen anderen Herstellern auch so beachtet wird. Sollten Sie Interesse an diesem Thema haben, vertiefende Informationen können Sie gerne nach den Gesprächen mit mir erläutern, beziehungsweise auf unserer Seite www.eurobeat.eu gibt es dieses Papier auch als Download zur Verfügung. Diese Studie zeigt, dass die europäischen Glasperlenhersteller ihre Auswirkungen auf den Klimawandel kennen. Ohne sie als Benchmark zu bezeichnen, haben sie es doch geschafft, eine Referenzmarke zu produzieren. Und im Rahmen dieser Studie konnte nachgewiesen werden, dass europäische Glasperlenhersteller in qualitativer und ökologischer Hinsicht eine Perle geschaffen haben, die besser funktioniert als importierte Perlen. So dass es eine clevere Entscheidung ist, europäische Glasperlen für die Markierung zu nutzen. Wir hatten das Thema Finanzen, wir hatten das Thema Idealmaße, wir hatten das Thema Umwelt. Nun lassen Sie uns ganz kurz in die Zukunft schauen. Neben dem Risiko, sich auf einer Straße ohne klare Abgrenzung zu bewegen, werden die Sicherheitsvorteile durch neue Fahrzeugtechnologien, durch den Mangel an nicht richtiger Instandhaltung von Straßenmarkierungen auf immer mehr Straßen zunichte gemacht.
Automobilhersteller haben eine Reihe von Systemen geschaffen. Denken wir nur an LDWS, Lane Departure Warning System. In einem Konsultationspapier von 2011 mit dem Titel Roads that Cars Can Read weisen EURAP und Euro-NCAP zu Recht auf die Notwendigkeit hin, dass Straßenmarkierungen instand gehalten werden müssen, sodass für Fahrerassistenzsysteme die Markierung sichtbar ist, aber auch für unser menschliches Auge. Stichwort autonomes Fahren, ein Thema der Zukunft. Studien zum autonomen Fahren haben gezeigt, dass die Sichtbarkeit der Maschinen in der Nacht stark auf Retroreflexion beruht, was die Bedeutung qualitativ hochwertiger Perlen in der Straßenmarkierung wiederum bestätigt. Darf ich jetzt an dieser Stelle sagen, bei guter Markierung wäre das nicht passiert? Oder hat das Auto die Straße nicht gesehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, an dieser Stelle ein Fazit zu ziehen, wäre zu früh. Aber wir sollten die Straßenmarkierung nicht aus den Augen verlieren. Zum Abschluss lassen Sie mich ein ganz kurzes Fazit ziehen. Ein Markierungssystem, welches allen Anforderungen, egal in welchem Teil Europas oder der Welt entspricht, stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Sei es die Neuentwicklung eines Systems, die richtige Wahl, welches System auf welchen Untergrund, das Verhältnis Maschine, Material, Nachstreumittel, Applikateur, Dauerhaftigkeit und in diesem Zusammenhang die Gewährleistung des gewählten Systems. Alle diese Faktoren zusammen sind der Garant für eine sichere Verkehrsführung auf unseren Straßen. Vielen Dank.